Willkommen zurück. Du hast noch gar nichts zu meiner neuen Frisur gesagt. Ja, hallo. Besser gefiel. Ah, ich dachte, das kommt doch ein interessantes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 23 sollten wir jetzt sein, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja, wir sind fleißig daran, unseren Plan umzusetzen, den wir ja schon angesprochen haben. So, jetzt sollten wir aber alle Waffen voll haben. Eben, ja, ihre Männer haben folgenden Ort übernommen. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, wir gehen... Ja, wir laufen hier natürlich kreuz und quer im Zeugs herum. Sorry, ich würde vorschlagen, Elite deine ist unbewacht. Wir steigen jetzt mal hier ein. Und ja genau, machen hier mal 8. Die Gesamteinkünfte sind 22, ah, es ist etwa 16.000, okay. Genau, jetzt wie sieht's aus? Mal wieder die richtige Ansicht, genau. Unsere Jungs werden das hier angreifen. Den hier, ja. Den brauche ich. Den hier, den hier. Genau. Und ich werde mit meinem Jungen das hier angreifen. Und zwar, weil das ziemlich stark bewacht ist. Mit dem, genau. Der wurde also gar nicht verletzt. Ich vermisse New York. Ich würde auf der Stelle... Der wurde das letzte Mal gar nicht verletzt, aber warum war denn der plötzlich verschwunden? Das verstehe ich nicht. In dieser Florida-Schlampen gegen eine Braut aus Brooklyn eintauschen. Ja, was ja, ja. Du ich kann es langsam nicht mehr hören. Vor allem glaube ich nicht, vielleicht sollte ich fahren. Ich glaube nicht, dass man Frauen als Schlampen bezeichnen sollte. Das fühlt sich wie ein Einkaufswagen. Der Michael Corleone telefoniert sich auch die Finger wund. So, wir sind ja schon da. Jetzt hoffe ich, ich bin zum richtigen Geschäft gefahren und nicht zu dem, dass meine Jungs angreifen. Psst, und die Tür geht schon auf. Ich hab ihn! Einer der Typen ist da drüben! Ich hoffe, Sie sind versichert, Arschloch! Meinst du, du verträgst noch eine Kugel? Na Logo. Aber ich muss ehrlich sagen, mir macht eigentlich jetzt der Part 2 eigentlich jetzt so rein vom Gameplay her mit dem, ja, dass man ein bisschen überlegen muss und so strategiemäßig und so, macht mir eigentlich mehr Spaß als der Part 1. Der Part 1 ist natürlich geil, die Kombo aus Story-Missionen und ja, selber machen. Aber ich finde auch, der Part 2 hat durchaus seinen Reiz. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das sei... schlechter als... In gewisser Weise vielleicht sogar besser, also ja, auf jeden Fall besser natürlich von den Funktionen und allem. Obwohl, wenn man natürlich die Upgrades... also es gibt da eben für PlayStation 3 und eben Xbox 360, aber vor allem PlayStation 3 natürlich die besseren Wie viele Männer haben die? Nicht mehr so viel, hä? Haben wir das nicht schon mal eingenommen oder habe ich geträumt? Ich glaube, ich habe geträumt. Der kommt nicht mal nach oben. Es ist bald vorbei. Die arme Sau. So. Vorsicht. Die haben da oben Scharfschützen. Die Granados attackieren sie an folgendem Ort. Steckt da
Wasser Oil Express. Das ist ja dort, wo ich jetzt gerade bin. Oder nein, ich bin Wasser Oil Refinery. Warte, ich versuch mal. Oh shit, wo ist der? Warte mal schnell, was war das? In die Schulter! Feuer! Hoffentlich rächt sich das nicht. Ich hab den Kerl! Boah, aber nicht ins Gebäude. Verdammt! So, da hat der Sack gesessen. Weg damit! Einer, der uns das Leben schwer macht. Jetzt können wir hier Waffen holen. Dann müssen wir unbedingt an den anderen Ort. Holen Sie die Waffe weg. Waffen raus. Ah, wen haben wir denn da? Oh, sorry. Ist es auch einer? Mischen wir mit! Wie sehe ich denn aus, ha? Ziehen Sie mich hoch, verdammt! Sie meinen es ernst? Nicht schießen! Okay, ich spiel mit. Ich will einen Anteil an allen Geschäften, die hier laufen. Kapiert? Okay, das Geschäft gehört dir. Und jetzt lass mich los, ja? Oh, der hat aber übel die Windpocken. So. Unbewacht ist natürlich immer Käse. Dann machen wir 15. So, wo wird angegriffen? Das sind unsere Jungs. Oh, die sind ja dann jetzt schon fast fertig. Hier werden wir angegriffen, hä? Unsere Jungs sind ja hier. Aber fast fertig schon, kann man sagen. Okay. Dann werden wir hier und dann werden wir mit unseren Jungs gemeinsam hier angreifen. Und dann haben wir nämlich alle Geschäfte übernommen. Ey, wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Saves holen wir übrigens zu einem späteren Zeitpunkt. Ups. Etwas habe ich aber noch vergessen. Etwas habe ich vergessen, aber jetzt muss ich mal schauen, wo war jetzt das nochmal? Wo sind wir jetzt? Dort oben. Okay, komm, egal, wir fahren jetzt zuerst mal dort oben hin. Ich muss nämlich noch was erledigen. Das hätte ich eigentlich vorher machen sollen. Da habe ich. Der hat sich erholt. Gut, der soll sich gleich mal bei uns anschließen. Mit Team. So. Und einsteigen bitte. Super. Geil. Geil. Ja, das finde ich noch geil, dass sie das so gelöst haben, weil ihre Männer, die sind echt gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr dorthin fahren, weil dann können wir auch unseren Jungs sagen, sie sollen dahin. Verteidigen. So. Dann machen nämlich wir jetzt Folgendes, da wir jetzt das nicht verteidigen müssen, wir gehen dorthin und versuchen es nochmal mit dem gemachten Mann, also der letzte gemachte Mann, den es hier in Florida zu killen gibt. Wir haben es ja schon, glaube ich, zweimal versucht, waren beide Male nicht erfolgreich. Wasser, Oil, Fill and Go. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich... Ah nein, wir haben ja gesagt 10, wenn es... Wir sind so. Ah,
Wir haben es schon zweimal versucht. Das hieß explosives Fläschchen. Ich habe natürlich sofort an Molotow gedacht. Molotow ging nicht. Dann habe ich es noch mit Dynamit versucht. Hat auch nicht funktioniert. Und jetzt weiß ich ja, dass man da einfach ja, normale Flaschen nehmen muss. Also voll oder leer spielt, glaube ich, keine Rolle. Ja, möglichst nicht aus Zuckerglas, wie man es ja alle... Okay, das haben die auch schon wieder. Ey, die Jungs sind echt gut. Übernahmeversuch. Genau. Und sobald wir nämlich den Typen erledigt haben, werden wir auch dorthin fahren und unsere Jungs unterstützen. Sollte jetzt nicht mehr zu lange gehen. Wir wissen ja jetzt, wie der Hase läuft. Okay, da haben die doch einiges an Männern dort. Aber ich glaube, wir sollten das schon irgendwie packen. Wir kommen ja dann auch noch. Wann hast du das letzte Mal von Don Corleone gehört? Komm, hör da auf. Hier lang! Hör zu, ich habe keine Lust auf deinen... Steck das Ding weg, Mann! Ich hab ihn gefunden. Ich bin's, Kinder! Weg damit! Das kann man doch! Blute! Waffe! Lauf! So. Wo ist er? Da dort hinten. Arschloch! So schnell krepier ich nicht! Ich hab nichts getan! So, jetzt. Er ist bewaffnet! Großer Gott! So, und das war's auch schon. Dass die Melodie jetzt nicht ertönt, das ist seltsam. Ich habe es schon getestet. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir eben alle ihre Geschäfte übernommen haben. Eben weil hier jetzt, oder? Eliminieren sie ihn. Wir können aber seine Leute immer noch ausschalten. Und ich meine, das zählt ja dann auch, oder? Eben hier, den haben wir jetzt ausgeschaltet. Also ich werde das jetzt mal so durchziehen. Es ist bald vorbei. Ja, weil ich habe keinen Bock, da noch 100 Mal von New York und so und wieder zurück zu gehen. Jede Woche geht irgendjemand wegen irgendwas auf die Straße. So. Und jetzt geht's weiter hierhin, genau. Das letzte Geschäft. Der, Granados. Ja, bis wir dort, es kann gut sein, dass wenn wir dort sind, dass unsere Jungs es schon übernommen haben, weil die sind so gut, obwohl einer wurde verletzt, habe ich gehört, also es könnte natürlich schon sein, dass, warte mal, jetzt links oder rechts, links will ich eher mal sagen. Ja. Heutige Einnahmen 18.000, also da kommt schon mal was zusammen, wir haben 133.000 und 25 Dollar in Bar, upsala. Und ja eben, also alle, wir haben alle Hits von den Rosatos in New York, wo wir noch erledigen müssen. Und vom einen, vom Granados, da fehlt mir immer noch einer. Aber da ich ja nur noch Geld bekam für das, also wenn ich da jemanden mit dem Schlüssel angesprochen habe und dann die... Wir kriegen Besuch. Das, oh komm. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.